Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer neuen Folge Fußballfreitag. Und wie immer, erstmal das T-Shirt, 12 gegen 11. Zu Hause in Europa, das war aus der Saison 1920, steht drauf, ich musste gerade nochmal nachgucken. Ja, das ist quasi das Euroleague-Trikot oder das Euroleague-T-Shirt aus der entsprechenden Saison, als es quasi darum ging, ja, dass die Frankfurter Fans ja doch ein bisschen außergewöhnlich waren. Thema heute, Trainerentlassung nach dem zweiten Spieltag. Wir hatten ja letzte Woche das Thema mit Mainz und da war ich ja schon quasi davon ausgegangen, dass man am Trainer nicht festhalten wird. Allerdings will ich Mainz gar nicht so sehr in den Fokus setzen, denn bei Mainz haben wir andere Beweggründe für die Trainerentlassung. Wobei man da jetzt von der Seite der Verantwortlichen sagt, dass es sportliche Gründe waren. Deswegen thematisieren wir es zumindest so ein bisschen mit, denn es geht generell in das Thema rein. Aber wir haben ja nicht nur die eine Trainerentlassung, denn das war ja sogar erst die zweite. Einen Tag, ich glaube, ein oder war es sogar zwei, ich glaube, einen Tag vorher wurde ja auch noch auf Schalke der Trainer entlassen. Und wer man es verstehen kann, ich glaube, Schalke ist jetzt 18 Spiele ohne Sieg in der Bundesliga. Ist es ein bisschen verwunderlich, wann es passiert ist. Denn wir müssen mal überlegen, wir haben jetzt, Stand heute, den 2. Oktober, bis zum 5. Oktober ist der Transfermarkt offen. Wir hatten eine sehr kurze Saisonvorbereitung und wir haben eine dafür allerdings relativ lange Transferphase. Jetzt ist bei Schalke schon ein bisschen was passiert, allerdings auch nicht so viel. Man hat unter anderem Jan Paciencia geholt aus Frankfurt. Man hat jetzt Renault geholt aus Frankfurt im Tausch gegen den zweiten Tor oder als gegen den, das ist nicht der Jugendtorwart, aber gegen den zweiten Torwart von Schalke. Das heißt, man hat jetzt, bevor der neue Trainer da war, schon einiges gemacht. Und wenn man doch mit dem Trainer oder wenn man davor schon keinen Erfolg hatte, ist der Zeitpunkt jetzt so, nach der Vorbereitung, egal wie kurz sie war, und nachdem schon eigentlich viele Transfers getätigt worden sind, ist eine sehr fragwürdige Entscheidung über den Zeitpunkt. Denn wenn man unzufrieden ist mit dem Trainer, ich meine, wir hatten das Thema Trainerdiskussion oder Trainerentlassung schon ein paar Mal, aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass man sagt, okay, der Trainer ist schuld, am Misserfolg, dann entlasse ich ihn nicht am zweiten Spieltag. Egal wie die ersten zwei Spiele gelaufen sind, wenn man schon in der Vorsaison 16 Spiele in Folge nicht gewonnen hat, ziehe ich entweder nach der Saison die Reißleine und sage, okay, komm, wir haben es jetzt in der Saison versucht, Schalke hatte halt eine gute Vorbereitung, wir sind da nicht abgestiegen, aber dann sagt man doch am Ende der Saison, okay, es passt vielleicht nicht so ganz zusammen, wir geben jetzt dem neuen Trainer die Chance, die Mannschaft auf die Saison vorzubereiten. Wir besprechen mit dem Trainer, mit dem neuen Trainer die Transfers. Welche Spieler könnte er sich vorstellen? Mit welchen Spielern aus dem aktuellen Kader plant er? Welche Spieler sieht er nicht unbedingt in der ersten Elf beziehungsweise im weiteren Kreis, dass sie überhaupt zur Spielzeit kommen? Und macht es nicht so wie jetzt, dass man einfach zwei Spiele noch abwartet? Die zwei Spiele mit Sicherheit extrem beschissen gelaufen sind mit den Niederlagen gegen Bayern und gegen Bremen, wobei man gegen Bayern natürlich mit einer Niederlage rechnen musste. Allerdings ist ein 8-0 natürlich extrem. Dass man dann zu Hause auch noch gegen Bremen 3-1 verliert, ist natürlich nicht gut. Aber ich meine, diese ganze Entwicklung, die ist ja nicht erst in diesen zwei Spielen passiert. Das ist ja was, das ist ja die gesamte letzte Saison. Und wenn man da dann sagt, okay, die letzte Saison lag nicht am Trainer, dass wir 16 Spiele in Folge nicht gewonnen haben, sondern es ist das ganze Mannschaftsgefüge, es ist vielleicht die Transfers, die im Sommer, bis dahin geführt haben, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen die ganze Corona-Geschichte. Da muss ich doch auch so weit gehen und sagen, okay, wenn ich 16 Spiele lang dem Trainer vertraut habe, dann wird es nach zwei Spielen auch nicht am Trainer liegen. Also entweder hat man sich da von Vereinsebene die ganze Zeit in die Tasche gelogen und gesagt, ja, das ist schon, ja, das passt schon. Oder da ist jetzt auch irgendwas vorgefallen. Aber so, der neue Trainer sitzt doch direkt vor einem Scherbenhaufen. Er hat keine Chance gehabt, die Mannschaft vorzubereiten auf die Saison.
Er hat nur minimalen Einfluss jetzt noch auf irgendwelche Transfers, denn man muss ja auch sagen, Schalke ist jetzt nicht unbedingt irgendwie mit Geld gesegnet. Das heißt, er kann jetzt nicht irgendwie noch so für 100 Millionen Spieler einkaufen und sagen, okay, das ist die Mannschaft, die ich mir vorstelle. Da sind schon Spieler abgegeben worden, mit denen der Trainer oder der neue Trainer vielleicht hätte was anfangen können, die jetzt einfach nur beim alten Trainer, ich will jetzt nicht sagen, in Ungnade gefallen sind, aber mit denen der einfach das Spielsystem des alten Trainers nicht funktioniert hat. Und nach 2 Spieltagen einfach den Trainer zu wechseln, ist für mich einfach unerklärlich. Es sei denn natürlich, und da kommen wir jetzt zu Mainz, es ist irgendwas anderes vorgefallen. Also, dass man sagt, okay, jetzt bei Mainz ist es die Sache mit Schorlei, dass man sagt, okay, Mannschaft und Trainer spielen nicht mehr zusammen, beziehungsweise die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Dann ist es zwar für den folgenden Saisonverlauf nicht unbedingt positiv, was da gerade passiert ist, aber es ist wahrscheinlich immer noch besser, mit einem neuen Trainer jetzt weiterzumachen, als mit dem bestehenden, der sich mit der Mannschaft nicht mehr versteht, der die Mannschaft nicht erreicht, wo die Mannschaft nicht 100% gibt. Also da kann man es irgendwo noch nachvollziehen. Wobei man natürlich auch jetzt sagen muss, Mainz, natürlich werden sie nicht zugeben, dass da für Fehler passiert sind, mannschaftsintern. Aber das dann wieder, ich meine, die geben ja auch sportliche Gründe an. Und auch da muss man dann sagen, nach 2 Spieltagen sportliche Gründe, egal wie man gespielt hat, ich meine, ja, natürlich hat man jetzt 4-1 zu Hause gegen Stuttgart verloren, das darf nicht passieren. Aber da auch natürlich, das ist wahrscheinlich wieder das Spiel gegen den Trainer, kann man eventuell sogar anders kommunizieren. Man muss ja nicht sagen, der Trainer hat Scheiße gebaut. Man muss den Trainer dann nicht irgendwie bloßstellen. Aber man kann ja irgendwo Worte finden, die am Ende nicht auf so ein Versagen hindeuten wie, ja, sportlicher Erfolg ist nicht da. Also, da stimmt für mich was nicht. Und das sehe ich irgendwo so ein bisschen als problematisch an und bin sehr gespannt, wie sowohl Mainz als auch Schalke jetzt die Saison abschneiden werden. Denn bis zur nächsten Transferperiode werden sie in etwa mit dem Kader auskommen müssen, den sie jetzt haben. Vielleicht bekommen sie noch einen Spieler, der ihnen reinpasst. Aber mit dem Rest müssen sie dann erstmal leben. Und da sehe ich ehrlich gesagt schwarz und kann es mir nicht vorstellen, dass sowohl Mainz als auch Schalke oder nicht als auch, sondern Mainz oder Schalke in der Hinrunde extrem viele Punkte holen werden und nach der Trainerentlassung vielleicht sogar eigentlich noch weniger als vorher. Aber lassen wir uns überraschen. Bin gespannt. Ich meine, wir haben ja noch so ein paar kriselnde Clubs. Bremen hat jetzt zwar gewonnen, da war ja letzte Saison auch immer so ein bisschen, na, wie geht's da wohl weiter? Naja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, bei Dortmund war nach dem Spieltag auch schon wieder Favre angezählt. Also nicht von den Verantwortlichen, aber so, was man so auf Twitter. Aber gut, da kennen wir ja schon aus der Nationalmannschaft, dass wir quasi 80 Millionen Nationaltrainer haben. Aber deswegen, das lassen wir mal aus. Bin gespannt, wie viele Trainerentlassungen wir noch haben. Nach dem zweiten Spieltag ist auf jeden Fall was Neues. Das gab es so noch nicht. Und ja, wir gucken uns jetzt einfach mal an, ob das funktionieren kann mit neuen Trainern bei den jeweiligen Vereinen oder ob es vielleicht am Ende doch an anderen Faktoren liegt und eben nicht am Trainer. Was sagt ihr zu Trainerentlassungen nach dem zweiten Spieltag? Einmal im Zusammenhang mit Mainz, aber dann eben auch wirklich zu den sportlichen Gründen bei Schalke. Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr nachvollziehen, dass man den Trainern nochmal eine Chance gegeben hat, die ersten Spiele damit zu machen und zu sagen, ja, vielleicht klappt's ja? Oder seid ihr der Meinung wie ich, dass man dann hätte sagen müssen nach der letzten Saison, okay, es funktioniert nicht, warum auch immer, egal wie es zusammenhängt, wir müssen jetzt den Schritt gehen und versuchen, durch einen neuen oder beziehungsweise anderen Trainer frischen Wind reinzuholen. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und jetzt springen wir hier noch aus dem Stadion raus und gucken uns noch die Spiele des Spieltags an und fangen an mit Union Berlin gegen Mainz. Ja, die Berliner haben jetzt in Gladbach einen Punkt geholt. Respekt, hätte ich ihnen anfangs nicht unbedingt zugetraut. Ja, Mainz, neuer Trainer, beziehungsweise sie haben einen Interimscoach erstmal, der, ich glaube, Co-Trainer war die ganze Zeit. Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass die Mannschaft irgendwo ein Zeichen setzen will und das Ganze, ja, zeigen will, es lag nicht an uns, sondern wir waren mit dem Trainer unzufrieden. Trotzdem könnte ich mir einen Heimsieg von Union Berlin vorstellen.
Dortmund gegen Freiburg. Die Dortmunder, ja, 2-0 in Augsburg verloren. Die Augsburger unentschieden gegen Wolfsburg zu Hause. Dortmund hat jetzt unter der Woche gegen Bayern spielen müssen. Das heißt, da sind die Kräfte, ich will jetzt nicht sagen, dass die Kräfte nicht da sind, aber wir haben zumindest am vergangenen Spieltag gesehen, was das Ganze mit Bayern angestellt hatte, als sie im Supercup ran mussten. Allerdings waren das auch mehr 20 Minuten. Trotz allem denke ich nicht, dass Dortmund zweimal miteinander direkt Punkte lassen wird und sie das Ganze gewinnen werden. Dann haben wir den dritten gegen den ersten, Frankfurt gegen Hoffenheim. Hoffenheim der Überraschungssieger gegen Bayern. Frankfurt, ja, man konnte nicht unbedingt mit einem 3-1-Sieg gegen Berlin rechnen, auch wenn ich mir den natürlich sehr gewünscht habe und ich sehr zufrieden bin. Trotz allem, ich wäre mit einem Unentschieden zufrieden. Hütter hat gegen Hoffenheim noch nicht verloren. Ich hoffe einfach mal, dass das so bleibt und könnte mir eigentlich sogar 3 Punkte vorstellen. Aber schauen wir mal, das Spiel der Hoffenheimer könnte dem Frankfurter zumindest entgegenkommen. Köln gegen Gladbach, Gladbach-Ergebnis hatten wir, das Köln-Ergebnis, die haben 1-0 gegen Bielefeld verloren. Das ist auch schon so einer, wo man gesagt hat, könnte der nächste Trainer werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Köln auch hier keinen Punkt holt, dass Gladbach nach dem Heim unentschieden jetzt einen Auswärtssieg holt. Bremen gegen Bielefeld, ja, Bielefeld 4 Punkte, Bremen 3 Punkte. Mal gucken, Bremen hat halt nur gegen Schalke gespielt und ich könnte mir vorstellen, dass Bielefeld hier direkt den nächsten Punkt holt, denn das sind die Punkte, die Bielefeld, wenn wir ehrlich sind, brauchen, um die Klasse halten zu können, gegen eben die direkte Konkurrenz um den Abstieg. Stuttgart gegen Leverkusen, die Leverkusener haben ein relativ müdes Unentschieden, haben auf jeden Fall Unentschieden gegen Leipzig gespielt, die Stuttgarter den hohen Sieg hatten wir schon. Allerdings würde ich in den Sieg der Stuttgarter nicht so viel reininterpretieren und denke, dass die Leverkusener grundsätzlich besser aufgestellt sind. Leipzig gegen Schalke? Ja, ich glaube, zu dem Spiel müssen wir nicht besonders viel sagen. Ich sehe da keine Chance für Schalke, irgendwas mitzunehmen. Wolfsburg gegen Augsburg? Ja, Wolfsburg so lala bis jetzt. Augsburg immerhin der Sieg gegen Dortmund. Und ich traue ihnen auch durchaus zu, aus Wolfsburg einen Punkt mitzunehmen. Und last but not least, München gegen Hertha BSC. Ich wollte jetzt sagen Berlin, aber das wäre dann ja doppelt gemoppelt. Die Bayern jetzt auch wieder unter der Woche rangemusst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ähnlich wie bei Dortmund, dass man zweimal hintereinander Punkte liegen lassen wird. Und so wird man gegen die Berliner zu Hause gewinnen. Das meine Tipps für dieses Wochenende. Gerne, wenn ihr irgendwo mal was ganz anders sehen solltet oder ihr irgendwo eine Einschätzung habt, das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten gerne zum Thema selbst in die Kommentare was schreiben und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schöne Spiele und ansonsten freue ich mich über den Daumen, wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns hoffentlich nächstes Wochenende wieder. Bis dahin, haut rein!